Planschen drauf. Und Ruhe bewahren und immer draufstehen, loslassen. Warteknüpfe loslassen. Und einfach drauf stehen bleiben. Wenn die fest sind, dann wäre eine Chance da. Ach. Und jetzt, ah, verdammt, Spitze. Irgendwann macht das Runddeck Spaß, irgendwann ist es... Verdammt. Einfach stehen bleiben, nicht runterlaufen. Einfach auf dem Brett stehen bleiben. Gestern gab es ja auf Twitch keinen Stream. War die Amtseinführung von Joe Biden. Und da wisst ihr, was heute ist. 21. Donnerstag, ja. Donnerstag, ja. Donnerstag. Da habe ich nicht gestreamt, weil, ja, bei der Amtseinführung von Joe Biden habe ich da live geguckt auf YouTube. Den Welt-Livestream. Ich habe verschiedenes. Ich habe bei Timo Wölken mal reingeschaut. Habe ich auch gehostet auf meinem Twitch-Kanal. Das war mir wichtig, dass ich das mal sehe. Dass dieses historische Ereignis von Joe Bidens Amtseinführung. Kann ich um 18 Uhr natürlich nicht streamen, wenn um 18 Uhr deutscher Zeit dort. 17.45 Uhr deutscher Zeit wurde er vereidigt. Ein bisschen früher, war ein bisschen früher dran. Da hätte ich ja einiges verpasst, das ist ja das, hätte ich nicht machen wollen. Ich hätte nur Reacts to Stream zu machen können. Aber ich und Reacts to Streams, mein Nachfresser in der Kamera. Muss nicht. Wenn es nicht unbedingt verlangt wird. Ich habe ja auf Discord dann auch nochmal nachgefragt, ob ihr es denn wollt, ob ich dann im Nachhinein vielleicht nochmal einen kleinen Stream dazu machen soll. Da mache ich ja nachher was dann auch. Es ging ja dann auch bis... Oh, wir waren fast drüben. Es ging dann bis 21 Uhr, glaube ich, um 21 Uhr gab es dann die Kranzablegung am Friedhof. Ich glaube, des unbekannten Soldaten, so hieß der, und das war dann, das ist dann auch... war noch das Ding in der Hose. Das ist noch mit einer kleineren Parade über zum Weißen Haus und sind ins Weiße Haus eingezogen. Das war dann Einzug ins Weiße Haus, war dann glaube ich auch nach deutscher Zeit 22, 23 Uhr, oder erst danach ist es dann, ja, wenn ich keinen React-Stream dazu gemacht hätte, habe ich es gelassen. Stream wäre es gewesen, wie bei Timo Wölken, so wie es Timo Wölken gemacht hat. War ich eine anschauliche Veranstaltung, das war echt, war nicht übel, das war, also das ist, nee, die Gange hat gesungen. Und andere Promis, die ich nicht kannte. Tom Hanks hat noch später irgendwas gemacht. Den habe ich aber nicht mehr gesehen, habe ich nicht mehr. Und eine Sendung hatte moderiert. Keine Ahnung. Nach der Grabkranz-Niederlegung dann auch aufgehört. Später nachts dann noch um 1 oder so nach deutscher Zeit. Um 1 und 2 so nach deutscher Zeit gab es dann noch so eine Pressekonferenz mit der Weißen Haussprecherin. Ach verdammt, waren schon fast drüben.
ich mir dann noch angeguckt. Ja, war ein spannender Tag gestern. Kurz vorm Checkpoint. Wir waren schon da. Also, wir müssen nur bis zum nächsten Checkpoint schaffen. Ist der Ärger vorbei. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben? Ich meine, wenn das Video auf YouTube hochkommt, ist das vielleicht schon ein bisschen lange her. Ich denke, da wird das schon hier. Es wird schon eine Weile her sein. Vereidigung von Joe Biden, von Präsident Biden. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, wie findet ihr das, dass Biden jetzt Präsident ist, US-Präsident? Wie habt ihr die Amtseinführung von Biden miterlebt? Den unschönen Abgang von Trump. Ja, morgen noch, der wollte ja nicht mit dabei sein und es hat gehauen. Das ist. Hat sich eine eigene Party organisiert. Ja, man kennt's. Der Donald, endlich ist er raus. Aus dem Weißen Haus. Da muss ich sagen, bin ich schon erleichtert und froh drüber. So. Ja, das war ein Stück Geschichte, was ich gestern gesehen habe. Mit erlebt habe. Ja, natürlich praktisch gewesen, dass du Stream hat vielleicht auch einige Zuschauer gebracht und einiges im Chat gemacht. So klug war ich da nicht, so weit habe ich nicht mitgedacht. So weitsichtig war ich nicht, dass das hätte streamen können. Möglich wäre es gewesen, hätte ich bestimmt geschafft. Ach, verdammt! So kurz vom Ziel. Die Kommentare, die unten drunter stehen, sind auch mal lustig. Oder auch nicht. Dieser Raum heißt zum Beispiel Ha-Ha-Ha, not really. Der heißt to just keep coming back. Das Spiel macht auch einen manchmal so ein bisschen. Man sollte die Kommentare nicht immer durchlesen. Die da unten. Die Raumbezeichnungen. Das ist auch mal. Immer das Schönste. Verdammt! Muss ich oben nochmal stehen bleiben und dann runter. So, wenn wir jetzt hier drauf stehen, haben wir alle Zeit der Welt. So geht's. In aller Ruhe. Und nun, jetzt haben wir erstmal einen Checkpoint. Wie soll denn das funktionieren? Achso, wir müssen da oben drauf und dann runter und dann wieder hoch. Ach du Scheiße. Das erfordert Timing. Das kann man hinkriegen. Wie nur zurück. So, hier. Die zweite Plattform müssen wir an und dann schnell rüber. Rechtzeitig hier drauf und rechtzeitig darüber springen. Springen ist da nicht viel, rutschen einfach. Wie auf Eis. Und zack. Und dann auf stehen bleiben kurz und dann da zum nächsten Checkpoint. Machbar. Ein bisschen Timing braucht das, aber ist ja rechtzeitig auf die zweite Plattform noch drüber. Aber ja. Hier drüber gleiten. Also. Dann nicht springen, sondern einfach rüber. Man kann einem Rutsch hier rüber. Kurz stehen bleiben und ja, sehr gut, Checkpoint. Und weiter geht's. Bis der nächste Checkpoint. Ach du Scheiße.
wir müssen hier oben weiter. Steht da Wies? Ich glaube, da kommen wir nicht wirklich weiter, oder? Da müssen wir da ganz schnell durch. Ich fürchte, da müssen wir durch. Es geht. Wir versuchen hier unten noch durchzukommen. Uff. Nee, da unten kommen wir nicht durch. Da unten ist das. Da unten sind wir wieder bei Stacheln. Wir müssen wirklich hier durch. Ein bisschen Rhythmus und runter. Rechtzeitig V-drücken. Rechtzeitig reinspringen und rechtzeitig V-drücken. Verdammt. Aber wenn wir V-drücken dann halten, werden wir auch aufgehalten. Verdammt. Sehr gut. Ach du, schreck erst nach. Oha. Knappe Sache. Nein! Dazu bekommen wir ja ein Checkpoint. Die Checkpoints hier sind human. Anfängerglück. Lies steht dort. Steht wirklich Lies oder Leis. Auf Englisch. In der Musik orientieren. Kommt da wirklich im Rhythmus. Verdammt. Rhythmusspiel ist nicht so meins. Verdammt. Das ist Zufall. dass ich durchkomme. Nicht zu viel nachdenken. Verdammt. Einfach aufs Rhythmusgefühl hören. Wir waren schon durch, mit dem Kopf hängen, hingen wir noch ein bisschen. Ja, so mit dem Kopf noch mal, ja. Ja, immer so knapp. Stimmt, das ist ja immer noch kürzer. Nice. Checkpoints. Die Wolken schalten uns aus, dachte ich mir. Ist sehr interessant. Ist hier mal Zwischenstopp. Checkpoints. Mein Kaffee wird kalt. Okay, sehr schön. Was direkt mit der Wolke. Ja, kommt. Ja, genau so. Okay, aber ein Teleporter. Verdammt. Wir sind noch kurz vor der Wolke dann. Ja, genau. Und der Wolke kommt knapp vor der Wolke noch mit rein. Oha. Hier haben wir einen Teleporter. Sehr schön. Sind wir jetzt? Sind wir hier?